Hallo, ihr sexy Lords und Ladies. Mann, seht ihr heute wieder gut aus. Tja, Freunde, was sollen wir schon sagen, ne? Der Aufruhr und das Wirrwarr rund um die Election von President Trump in den USA nimmt kein Ende. Aber was sind seine großen Pläne? Was will er wirklich als allererstes umsetzen, sobald er im Januar im Amt ist? Nun, laut eigener Aussage möchte er ab Tag 1 mit folgenden Dingen beginnen. TTIP sofort zurückziehen. Okay, warum auch immer. Aber mir soll's recht sein. Hunderttausende Migranten abschieben. Das wird politisch wohl kaum möglich. Er könnte es. Es obliegt seiner Macht, aber politisch wäre das ein Desaster. Trump will auf jeden Fall waffenfreie Zonen in Schulen abschaffen. What the fuck? Lehrer sollen sich dann offen schwer bewaffnen und Schüler über 18 auch oder was? Das kann ja nur gut gehen. Er will anfangen, sofort, wenn er im Amt ist, eine undurchdringliche, große, schöne Mauer im Süden, also zu Mexiko, zu bauen. Wie angekündigt, das ist so dermaßen unrealistisch, das wird nicht passieren. Er kann sich da von mir aus hinstellen und selber einen kleinen Graben buddeln oder einen Maschendrahtzaun reinhämmern, wenn er da Bock drauf hat und Zeit genug als Präsident. Aber eine große Mauer bauen über etliche Kilometer, nein, das wird nicht passieren. Er will den Kampf gegen die Kohle beenden, also nicht Geld, sondern wirklich Kohle. Also Kohlekraftwerke weiter fördern, weil Klimawandel ist ja sowieso nur ausgedachter Blödsinn. Alles Quatsch. It'll get cooler, it'll get warmer, it's called weather. Außerdem möchte er so bald wie möglich Obamacare wieder aufheben. Wer braucht schon eine Krankenversicherung? Es reicht doch, wenn das reiche Leute haben. Genauer gesagt geht Trump noch einen Schritt weiter und sagt, er möchte jede einzelne Anordnung, die Obama jemals getätigt hat, wieder aufheben und loswerden. Tja, dann mal viel Spaß damit. Und Trump möchte Bundesrichter ernennen. Und das tut man in den USA auf Lebenszeit. Zwar kann er das nicht allein, aber da in sämtlichen Positionen die Republikaner die Mehrheit haben, werden sie wohl kaum was dagegen haben, wenn Trump die Bundesrichterposten in Zukunft mit erzkonservativen Republikanern vollstopft. Ach, damit sichert sich Donald Trump eine Machtposition auf Lebenszeit. Ob das alles realistisch ist, ist und bleibt natürlich weiterhin fraglich. Denn immerhin sind zum Glück nicht alle Republikaner größenwahnsinnig und gestört und auf seiner Seite. Das heißt, er wird sich hier und da doch noch rechtfertigen müssen. Falls er jedoch tatsächlich vorhat, im Alleingang durchzupreschen und hunderttausende Ausländer einfach abzuschieben, einfach weil sie, nun ja, Ausländer sind, oder eben Milliarden von Dollar für den Bau einer Grenzmauer nach Mexiko rauszupulvern, dann würde er wohl nicht allzu lange im Amt bleiben. Genau das prophezeien auch verschiedenste Politikexperten und vor allem Trump-Gegner. Sie alle rechnen fest, oder besser gesagt hoffen fest, auf eine baldige Amtsenthebung Donald Trumps, wenn er denn überhaupt erstmal Präsident ist, eben weil er zu krasse Eskapaden mit sich rumschleift. Stellt euch nur mal vor, Trump rastet mal wieder auf Twitter aus und fängt an, Bundesregierungschefs etlicher Länder wild um sich zu beleidigen. Ja, so jemanden kannst du nicht im Amt lassen. Aber damit genau das nicht passiert, rattert jetzt die PR-Maschine los. So hat Trump zum Beispiel in einem Interview bestätigt, dass er auf sein Gehalt als Präsident verzichten will und das auf nur einen Dollar im Monat runterschraubt. Gut, das tut ihm als Multimilliardär jetzt nicht weh, klingt aber gut. Auch hat er versprechen müssen, sich in Zukunft besser zu benehmen. Wie so ein Kleinkind gegenüber seiner Mutter. Oder sich eben auf Twitter zu zügeln. Aber was glaubt ihr, ganz ehrlich, sind Trumps Berater einflussreich genug? Also können sie auf ihn genug wirken, damit er überhaupt im Amt bleiben kann und durchregiert? Oder glaubt ihr, sorry, der Dude ist einfach zu Trumpig und wird wohl bald seines Amtes enthoben? Eure Meinung, Spekulation und Hoffnung dazu mal ab in die Kommentare, ich bin gespannt. Ach ja, nachdem Facebook vergangene Woche mal eben aus Versehen tausende Nutzer für tot erklärt hat und dass deren Freunde und Bekannte natürlich angezeigt bekommen und daraufhin total ausgerastet sind, upsi, hat Facebook nun das nächste Skandälchen am Hals. Wahlkampfanalytiker in den USA sind sich einig und das Phänomen, das sie beobachtet haben, nennt sich Social Media Bots. Also Bots, also kleine Programme, die vollautomatisch etliche soziale Netzwerke mit Propaganda, Verschwörungstheorien, rassistischer Hetze, Desinformation und stets dazu passenden Pro-Trump-Posts vollgeballert haben. Wie gesagt, eben vollautomatisiert und vor allem vollkommen ungezügelt und unbeobachtet und uneingeschränkt auf Facebook. Der Vorwurf, der nun im Raum liegt, ist, Facebook sind die Inhalte seines Netzwerkes so dermaßen scheißegal, dass überhaupt nicht ein bisschen darauf geachtet wird, wie hart das Mobbing ist, wie hart die Hetze, wie hart der Rassismus in den Posts. Hauptsache, ich will keine Nippel verwehen. Tja, und so ein maschinelles, automatisiertes Spreading von Posts und Desinformation nimmt natürlich auch Einfluss auf Wahlergebnisse. So zumindest verschiedene Experten, wer sich da immer so als Experte outet. Mark Zuckerberg wiederum streitet diese Vorwürfe vehement ab. Was meint ihr dazu? Ich persönlich bin zumindest der Meinung, dass Facebook definitiv viel zu wenig dafür tut, sein Netzwerk und die Posts und Kommentare, ich sag jetzt mal ganz bewusst,
sauber zu halten. Es geht mir dabei nicht um das Beschneiden von freier Meinung, auf gar keinen Fall. Es geht mir dabei um Hassposts, um Todesdrohungen, um vollkommen offen ausgelebten Rassismus, Diskriminierung, all das, was eben nicht da reingehört. Im Gegensatz zu vielen anderen sozialen Netzwerken wiederum hat Facebook eine verschwindend kleine Crew, die sich um so etwas kümmert, beziehungsweise es ist ihnen einfach scheißegal. Was ich nicht sehe, ist nicht da! In etwa so scheint das Netzwerk zumindest zu agieren. Aber nochmal die Frage, was meint ihr? Haben soziale Netzwerke in Zukunft entscheidenden Einfluss auf Wahlergebnisse in der Welt? Denkt mal drüber nach. So, ihr sexy Lords und Ladies, jetzt noch was Cooles aus der allseits beliebten Kategorie Net to Know. Mir fehlt eine Art episches Echo. Es wurde ein Dokument geleakt, das angeblich den erfolgreichen Test einer Art, nun ja, einer Art Warp-Antrieb belegt. Warp Speed. Nice. NASA-Wissenschaftler haben angeblich erfolgreich an dem EMD, dem Electromagnetic Drive, gewerkelt. Und dieser erlaubt es rechnerisch beispielsweise innerhalb von nur 70 Tagen zum Mars zu reisen. Das würde die Forschung und die Expansion der Menschheit ins All unendlich weit voranbringen. Ob das gut ist, ist eine andere Frage. Und das wird noch krasser, denn dieser EM-Drive funktioniert angeblich nur mit Hilfe bestimmter Mikrowellen im Vakuum, also ohne die Zufuhr jeglichen Treibstoffs oder Brennstoffs und ist damit im Weltraum quasi eine Art Perpetuum mobile. Also eigentlich eine physikalische Unmöglichkeit. Yes, science! Die Echtheit dieses geleakten Dokuments, Link in der Videobeschreibung, wurde noch nicht unabhängig bestätigt und dennoch ist die Wissenschaft in heller Aufruhr. Statt also von vornherein zu sagen, das ist alles Bullshit, macht man sich zumindest mal einen Kopf drüber und das ist ein interessantes Zeichen. Falls ihr jetzt noch andere interessante Sachen auschecken wollt, wie wäre es dann in der Videobeschreibung mit meinem Vlog-Kanal? Letzte Woche war zugegeben etwas spärlich, diese Woche kommen da wieder allerhand Videos für euch. Oder natürlich unser Gaming-Kanal Dr. Freud, Link ebenfalls in der Videobeschreibung, neben dem ganzen anderen interessanten Kram. Und vor allem möchte ich euch mal den guten Nino Kerl mit seinem Kanal Nino Taku ans Herz legen. Der hat nicht nur ein unendlich fantastisches neues Intro, sondern auch seine 100. Folge mittlerweile rausgehauen und ein eigenes Nino Taku Manga. Alles dazu auf seinem Kanal, Link dazu ebenfalls in der Videobeschreibung. Jetzt habe ich oft genug Videobeschreibung gesagt, jetzt sage ich nur noch Live Lord Army, es war mir wie immer eine Ehre, ein Video für euch gemacht zu haben. Macht's nicht gut, macht's besser. Haut rein, haltet die Ohren steif. Community High Five in 3, 2, mitmachen. 1, BAM!